Ja doch, die können rückwärts fahren. Ach, ich weiß warum. Warte. Ich habe doch gerade Engine off gemacht. Get out. Ich muss meinen Joystick abschließen, weil der die ganze Zeit das Auto steuert. Voll die lächerliche Scheiße. Nee, das fährt einfach los. Map. Ich habe mir aber jetzt einen Point nach Bielov gesetzt. Der Heli kommt zu mir nach Bielov. Sicher? Ja. Ja, werden die jetzt versuchen, uns zu finden, Alter. Die sind jetzt richtig abgepackt. Versteck dich einfach und versuch, wenn du die siehst, einfach sie zu killen. Wie schnell die auf einmal. Ah, warte, wie viele andere Player sind denn auf dem Server? Ah, die werden. Dieser Muslin-Papa wird gehört zu denen gehören. Weißt du, was ich meine? Hat er die schnell abgeholt? Dennis. Ja, weil die sieht so aus, keine Ahnung. Ja, weil keiner von denen hat was gesagt, weißt du? Die werden im Teamspeak sein oder so. Ja, was für eine Action. Der Heli ist aber übrigens wieder weg, ne? Ja, wahrscheinlich haben die da jemanden abgelassen oder so. Nö, der ist. Oder die, haben den einen abgeholt, der da gerade gespawnt ist, weißt du? Ja, keine Ahnung, nee, der kam angeflogen und ist wieder weitergeflogen. Also so ist gar nicht gelandet? Nö. Ich habe noch gar nicht das Gear gecheckt von dem Wagen. Ja, das könnte interessant sein. Wir haben ein Auto, Alter. Ohne irgendeinen Scheiß reparieren zu müssen. Ja, wir müssen es aber trotzdem mal ein bisschen reparieren. Ich bin gerade aus Versehen gegen eine Wand gefahren, weil diese Automotorfunktion an war. Voller Schwachsinn. Alter Verwalter. Hier ist jemand gestorben. Ist da eine Leiche rum oder was? Ach so, das ist noch von dir eben. Gandaberg was killt bei der hier. Ja, in der Nacht. Flughafen. Ach so, in der Feuerwache meinst du das? Mhm. Muss jetzt halt eine Waffe finden, ne? Aber es geht ja ziemlich schnell eigentlich. Boah, wie nice, Alter. Ich muss mal kurz die Map checken. Ah, jetzt kann ich auch sitzen, jetzt kann ich auch stehen bleiben. Wo bin ich denn? Ach, ich weiß ja nicht, wo ich bin. Fuck, ich muss gerade nur die grobe Richtungsanzeige. Ich fahre einfach mal querfeld ein. Ist jetzt auch nicht so wild. Beziehungsweise ich check einmal kurz das Gear. Du kommst ja 10 Minuten alleine zurecht, ne? Naja, passt schon. Gear. Alter! G36C, G36K, M4, ah ne, das G36K habe ich ja. Also G36C ist schon mal drin, AKS 74 Cobra, M4A1, Big Jerry Can, ein Car Wheel, ein Fuel Tank Part, 6x Romeo, Scrap Metal. Junge! Munition? Ne, Munition leider nicht, aber die finden wir auf jeden Fall so. Alleine 3 Binoculars in dem Haus hier. Alter! Du brauchst halt AKM-Munition, weil hier eine dicke AKM mit Rotpunktvisier drin ist. Ich kenne die AK-74. Nice, also wir haben auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Ja, vielleicht fahren wir doch nochmal da vorbei. Hm? Wegen der Leiche? Ja. Ja, können wir nachher machen, ich hole dich erstmal ab. Ja, ist so. Oh, hier ist ein See, da sollte ich nicht reinfahren. Jetzt war ich fast im See drin. Boah, der neue Auto. Ja, sind noch 2,5 Kilometer. Immer voll die Paranoia, ich denke die ganze Zeit, ich würde einen Hubschrauber hören. Versuch bitte schon mal an die nördlichste Spitze von Dingensen gleich zu kommen, ne? Mhm. Von Bielov. Also da, wo die Straße da reinkommt. Ich versuch
da mal meinen Navpoint hinzusetzen. Wenn Symbole auf der Map sind. Ah, die siehst du ja nicht, ne? Alter, was ist jetzt los? Receiving? Ah. Ich hatte gerade einen kleinen Ausfall. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns ganz im Süden von Bialov, oder? Nee, ganz im Norden, oder? Ja, mal ganz im Norden. Da kommen wir auch. Von da komme ich doch. Okay. Dann, wie lange brauchst du noch ungefähr? Ich bin 1,5 Kilometer entfernt. Also ungefähr 3 Minuten oder so. Ich fahre gerade mitten durch den Wald. Aber der Wagen ist schnell. Ich muss jetzt eben echt Priorität setzen. Entweder dich looten oder den Wagen stehlen. Aber das Krasse ist, ich habe dem Typen eindeutig einen Headshot gegeben und er ist dabei nicht gestorben, Alter. Ja. Krass. Ja. Egal, hilft nichts. Ich gehe schon mal, in Richtung Straße im Norden. Ja, noch 800 Meter bin ich da. Ich bin hier schon auf der großen Straße, die da hinführt. Ja, fahr mal querfeld ein. Quasi vor die Feuerwache an den Wald. Also doch zur Feuerwache. Ja, ich bin jetzt auf der Straße halt, ne? Ja, ja, aber du musst auf jeden Fall querfeld einfahren, weil auf der Straße wird eigentlich nicht chillen mit dem Auto hier. Oder? Ja, ja, wir doch. Fahren ja direkt wieder weg. Ja, hast du recht. Drehen ja sofort wieder um und fahren dann zurück. Da, bleib stehen, ich seh dich. Wo bist du? Mal links von dir sind noch so Büsche, ne? Auf dem freien Feld, so rote, ne? Ja. Quasi von dir aus links neben dem Baum und da komme ich jetzt gleich hervor. Da bin ich, da wo ich hinfahre, ne? Ja, du bleibst da. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall komme ich da jetzt hervor. Was hast du denn für einen Skin, Alter? Sieht da mega scheiße aus. Der Hippie, ne? Bist du immer noch Hero? So, G36C oder AK-74, AKS nehme ich mir mal. Bist du noch Hero? KW, Fuel, Raw Meat haben die, Scrap Metal. Ja, okay. Ja, ich bin noch Hero. Ja, cool. Also, wir jetzt da hin oder was? Ja, ja, würde ich sagen, oder? Oder sollen wir darauf scheißen? Aber wir können auch da hinfahren, mir ist es egal. Ja, nee, fahr mal dahin. Okay. Ist halt voll risky jetzt. Ja, du musst nur weit genug vorher. Ich würde sagen, wir lass das Auto irgendwo stehen. Ja, warte mal, versteckt. Wo war das denn jetzt? Wir müssen mal gerade rauszoomen. Wo sind wir denn hier? Sabine? Ich bin schon da. Hier in Bialov. Hast du da jetzt eine Karte gefunden? Nee, hab ich noch nicht. Boah, ist ja voll der Way, Alter. Wieder dahin zurück. Alter, überleg mal, wie schnell ich gerade gefahren bin. Das ja, ist so. Mit dem Auto. Ich würde sagen, dass wir das Auto in Martin schon irgendwie in den Wald stellen. Ne? Ja. Sollen wir mal einmal hier durch die Lagerhalle durchfahren? Nee, wir wollen jetzt die Leiche, komm. Ich will wenigstens einen Rucksack wieder haben. Na gut. Ich hatte so viele AK-Magazine. Der Typ ist nicht gestorben, der in einem einen Haus drin lag, ne? Mhm. Deshalb sage ich, müssen wir aufpassen mit Martin. Ja, wenn man so unvorsichtig da rumballert, Alter, sind die halt selber schuld, ne? Das hört man ja über 2 Kilometer Entfernung. Mhm. Vollidioten. Na, ich fahre gerade vor dem Berg hoch, ist voll der Film. Ist ein bisschen schwachsinnig. Ich fahr mal außen rum. Geil, Alter, ein Auto. Ich nehme mal die Fahrt nicht auf. Ich nehme mal erstmal da auf, wenn es interessant wird. Später. So, Leute, ihr habt wieder das Krasseste verpasst. Die 2 Fritzen, von denen ich eben einen gekillt habe und wo der andere den Dennis gekillt hat, waren noch bei dem Military Spawn da hinten. Wir dachten, wir wären so clever, verstecken das Auto und fahren dann nochmal hin. Beziehungsweise laufen den Rest und gucken mal, was da so abgeht. Und sind natürlich direkt über den Haufen geschossen worden. Da unten läuft jetzt auch der Dennis. Wir haben uns jetzt entschlossen, einfach nochmal von vorne anzufangen. Beziehungsweise uns noch neue Sachen zu looten und dann nochmal den Krieg weiter zu fechten. Weil wir jetzt beide unsere Waffen verloren haben und den ganzen Kram. Ist ein bisschen scheiße gelaufen. Aber, naja, wir haben das Auto versteckt. Wir wissen, wo das steht. Zur Not können wir darauf zurückgreifen.
Da sind noch Waffen drin und Munition. Munition glaube ich nicht, aber auf jeden Fall noch Waffen. Und ja, wir sind bereit zurückzuschlagen, würde ich mal sagen. Nur ich bin sehr traurig, weil mein G36 weg ist. Das ist echt mein absolutes Lieblingsgewehr. Aber shit happens. In der Tat. Oh, es war so dämlich von uns dann nochmal hinzufahren. Alter, das war so dämlich. Okay, so dämlich war es jetzt auch wieder nicht. Ja, sie haben einfach auf uns gewartet. Das fuckt mich schon wieder so ultra hart ab. Ich habe schon mal Fernglas gefunden. Ich habe einen Doorlock gefunden. Das brauchen wir ja jetzt eher nicht, weil wir auch noch keine Pläne mehr haben und so. Ja, aber das Auto ist erstmal unseres, solange kein anderer das findet. Ich habe eine Uhr schon mal wenigstens beliebt. Hier steht ein LKW. Mit dem kann man aber. Ah doch! Hier. Ist aber nichts drin. Das ist immer scheiße, am Anfang alles wiederzufinden, was man vorher hatte. Karte Genau. und so ein Kack und Toolbox. Überleg mal, wie lange wir keine Toolbox hatten am Anfang. Oh. Kann ich jetzt schon kotzen, wenn ich nur dran nachdenke. Hey, jetzt ist wieder Crouch oder gesagt, ne? Nichts mehr mit Ja. schnell durchrennen und so. Ist ein Fuck, fuck, fuck. Kompositbogen, den will ich aber nicht. Wir hatten schon so viele schöne Sachen und dann war alles weg. Das ist, wenn man zu gierig wird. Ich leg mich mal kurz in die Tannen, ich brauche was zu trinken, bis gleich. So, weiter geht's. Diesmal nicht mit Let's Play, sondern mit Let's Search. Eine vernünftige Handfeuerwaffe und eine Karte. Das kann spaßig werden. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich ständig Pech habe, was sowas angeht. Und einfach nichts finde. Ich habe schon mal ein Jack-Chase-Backpack gefunden. Du warst, du Arsch. Soll ich was sagen, was ich gefunden habe? Ich habe gefunden gar nichts. Aber hier kann ich rein, ne? Das sieht aber ein bisschen gefährlich aus hier. Nee, da gehe ich nicht rein. Das ist voll die Bruchbude. Oder? Doch, ich gehe doch rein. Scheint aber nichts zu spawnen. Zwei 75er RPK-Munition nehme ich wieder mal mit. Oh, ich hatte einen Zombie gesehen. Super toll. Hier ist ein Bahnsteig. Bahnhofsgebäude. Oh. Okay. Yay, leere Dosen. Yay, noch mehr leere Dosen und zwei volle. Makarov-Magazin, ja. Jetzt eine Was steht hier? Double-Barrel-Shotgun. Ich habe voll viele da zwei Round Pellets, Alter. Ja, ich finde hier nichts gescheitert. Crossbow habe ich gefunden, aber was will ich mit einem Crossbow, ganz ehrlich? Nee, da hochkletter ich nicht, da komme ich auch nie wieder runter. Den drin ist auch nichts. Nee, nee, das ist mir zu risky, aber hier liegt was. Was liegt denn da? Ah, Matches. Box of Matches habe ich. Junge, da kommen gerade einfach mal so fünf Zombies raus, also. Und ich glaube 45er, ja, 2x45er. Packe ich auch schon mal ein. Leere Dosen, geil. Die wollte ich schon immer mal haben.
Ey, in diesem Game kann man doch zwangsläufig nur zwei Hobbys bekommen, ne? Sterben und leere Dosen sammeln.